Willkommen hier jetzt zum nächsten Part und wir gucken, was sagt die Streckenplanung. Und wir können uns fast, Gottverdammt, fast den neuen Bus kaufen. Das regt mich auf. Jetzt, wir haben alles geschafft. Trommelwirbel, was passiert jetzt? Könntest du einen Bus? Hervorragende Arbeit, ganz wie ich erwartet hatte. Der Hafen gehört nun euch. Viele der Arbeiter dort werden sich bestimmt freuen, dass sie sich zukünftig auf den öffentlichen Nahverkehr verlassen können, der sie morgens pünktlich zur Arbeit und abends sicher wieder nach Hause bringt. Ich konnte die Stadtverwaltung davon überzeugen, dir einen weiteren Bonus anzubieten, wenn du die Wohngebiete erfolgreich mit dem Hafen verbindest. Oh, und sie überlegen, ob sie Westfield und Meierheim für den öffentlichen Nahverkehr öffnen sollen. Das weißt du aber nicht von mir. Westfield und Meierheim. So, warte mal. Ist das Geld jetzt schon... Scheiße, das Geld ist schon drauf. Oh, schade. Das wäre jetzt so geil, wenn das Geld noch nicht drauf gewesen wäre. Hätte man jetzt die 90.000 noch bekommen. So, das ist jetzt die neue Sache. Wir sollen maximal 12 Haltestellen jetzt hier drauf machen. Eine sehr, sehr große Strecke. Wir fangen Siegwalden, 2 Haltestellen. Das ist mir, glaube ich, einfach, welche ich die dann nehme. Obwohl, nee, wir sollen Oakville noch dazu nehmen. Nee, dann fangen wir natürlich Oakville an. 1, 2, 3, 4, 5. Fahren dann hier lang. Ach du Scheiße. Zwei, drei. Ja. So, wir packen ja alles drauf. Da haben wir 11 Haltestellen. Das passt perfekt. Und diese Sache, die machen wir jetzt gleich. Also Pier 2 wäre das hier bestimmt. Und Pier 2 gibt es eben keine Haltestellen. So, diese Strecke, diese fahren wir jetzt sofort. Dafür haben wir unseren Citro Car. Und wenn wir das haben, können wir uns den neuen Zetro holen. Das kommt aber dann im nächsten Part. Und das werde ich heute wahrscheinlich nicht mal schaffen, weil ich erstmal dann schneiden muss. Hier, Citro Car. Ich habe kein Bier mehr. Meine zweite Flasche ist leer. Ich glaube, die habe ich mir auch verdient zum Abend. Das letzte, ja, okay, hängt gerade ein bisschen. Oh, ach ja, genau. Genau jetzt hat sich die Haltestelle geändert. Du kannst mich mal am Arsch lecken. So. Wollen wir gleich mal gucken. Das stimmt, das stimmt. Ah, Pier 1 ist raus, deswegen fahren wir gleich zu Pier 3. Ist für mich, okay. Ist okay. So. Das passt schon für mich. So, letzter, wie gesagt, letzter Part. Ey, ich schwitze hier komplett. Ich frage mich, warum ich noch überhaupt was anhabe. Beziehungsweise meinen Schlafanzug noch nicht angezogen habe. Ja, es ist erst kurz vor 10. Ist mir aber auch relativ egal. Wir haben es 21:50 Uhr. Bevor ich Battlefield schon hinter mir habe, da hätte ich mich jetzt noch mehr aufgeregt und wäre noch lauter. Ja, genau. Das ist jetzt ein Trick gewesen. Und zwar meine Tastatur wollte ja nicht ganz so wie ich wollte. Deswegen habe ich einfach mal die Treppe rausgelassen. Und habe einfach mal dann die Tür aufgemacht. Und dadurch hat sich das natürlich wie fixiert. Das war schlau. Und jetzt haben wir natürlich die ganz großen Strecken, haben wir ja schon gesehen, also relativ größere Strecken. Das haben wir ja gerade gesehen. So, der nächste halt kommt dazu nochmal. Ja, genau.
Ich weiß jetzt nie, ich habe hier genug Parts jetzt gerade in Vorproduktion. Jo. Wir haben einen Trick gemacht. So, und weiter geht's. Ab nach Oakville Zentrum. Und dann kommt wieder eine lange Strecke. Nach meine Tastatur wieder. Und das ist nicht gelogen. Nicht, ich will keine 3000 Schaden mir reinfahren wollen. Da ist ein Auto neben mir. What? Vielleicht ist es auch wegen der Wärme, dass mein PC nicht mitmacht. Vielleicht wird auch mein nächster Computer eine Wasserkühlung bekommen. Weil Wasserkühlung ist, glaube ich, die beste Kühlung, die es überhaupt gibt. Und die ist allgemein ziemlich geil. Alter, schwitzig. Ach nee, danach geht's noch nach Oakville irgendwo. Ach nee, jetzt geht's an die zwei. Jetzt geht's dann noch die zwei Haltestellen hatte. Ich überlege auch die ganze Zeit, ob ich nie noch drüben in Köln nee, den Freizeitpark angucke, den Heidepark. Nee, Heidepark? Nee, Phantasialand. Es ist nicht groß, es ist aber teuer. Und wenn ich sowieso schon viel Geld drüben lassen möchte, ist eine Ansichtssache. Komm, fahr doch schneller. Der hier noch nicht losfährt. Ich hab den Trick geschafft. Ist das geil. Idioto. Ich kann meine Schlüssel nicht finden. Fahr viel zu viel. Die Zitrone sind glaube ich auch die guten Böser. Wenn man so nimmt, die brauchen nie auch so viel Wartung und alles, die sind schon gut. Schon eine Minute zu spät hier. Wie ich Siegwalden hasse. Ja, es geht meine Tastatur wieder nicht. Ah ja, das haben sie auch jetzt reingenommen, dass du die Dings erinnern kannst. Manchmal fühle ich mich was? In einem Spiel. Bus einfach weg. So. Und gleich geht's in den Hafen, in eine neue Strecke. Nächster Halt, Siegwalden.
Sehr pünktlich, danke. Oh nein, mein Akku ist schon wieder leer. Ja, dann tut mir leid, Dildo hält eben nicht so lange, Frau Oma. So, bin sowieso zu spät, wenn ich jetzt sowieso zu spät einsteigen möchte. Können Sie noch mal die Tür aufmachen? Fünf Minuten Zeit. Nicht schlecht. Das erstmal jetzt in Richtung Hafen. Dann bin ich mal gespannt, wie es da aussieht. Oh. Mein erstes Mal der Hafen. Das heißt jetzt, das ist der vierte Part, den ich aufnehme. Von dem kann ich auch was aufnehmen. Das macht ja auch keine Probleme. Das ist großartig. Ampel. Oh, grün. Ja, kommt. Ist ja wie Lichter fest. Ich war mal Banker, aber das hat sich nicht mehr ausgezahlt. So. Zitro hätte ich jetzt gerade Probleme gehabt. So, dann ab geht's. Jetzt fahren wir hier. Ne, ja, das ist uns noch nicht neu. Das ist ja noch alt hier. Hier werden wir dann auch bestimmt halten müssen. Ich habe mir die Fahrten aber jetzt noch nicht ganz genau angeguckt. Das werde ich aber nachher abarbeiten. Hier werden wir dann noch den Zitro gerade draufsetzen und die neuen Zetra nehmen. Das ist dann unser neuer, den werden wir auch nicht mit unserer normalen Lackierung nehmen, den werden wir mit Werbung-Lackierung nehmen. Damit wir nebenbei nochmal 1000er verdienen. Ja, 2000 Lackierung. Das heißt, wir brauchen zwei Fahrten, dann rentiert es sich erst. Mit der anderen Lackierung rentiert es sich eigentlich sofort. Theoretisch, also praktisch natürlich nicht, aber theoretisch. Nee, praktisch schon, aber theoretisch nicht so. Da ich das mal ja durch die zwei Fahrten 1000 einnehmen und ja, ihr wisst ja, was ich will. So, willkommen im Port Ambor. Ach so, wir fahren hier oben. Gut, ich wäre jetzt ins Weiter gefahren. Hier oben durfte ich schon mal. Ich durfte schon, aber ohne euch. Ohne euch durfte ich mal hier hinfahren. Genau, da durfte ich hier oben hin, weil eine Haltestelle natürlich verplant war, die fast in der Stadt war und man muss sich natürlich 12 Minuten rausfahren, oder hatte 12 Minuten Zeit. Da durfte ich hierher fahren, genau. Ich habe Stefan schon ewig nicht gesehen. Ist er immer noch krank? Nein, er ist schon wieder krank. So, gucken wir mal kurz hier. Instagram hat sich gemeldet. Interessiert mich nicht ein Scheißdreck, was Instagram ist. Facebook, naja, gibt's auch nie direkt was Neues. So, weiter geht's. Ich wollte ja wirklich damals schon den anderen Bus-Simulator kaufen, aber... Oh, Bremsen. Ich war unter 30, jetzt komm. Unter 30 nimmst du das nicht mal als Bodenspiel an. Aber meine Mäuse müssen dann auch noch ordentlich was zu essen bekommen. Da war der andere Bus mit unserer Lackierung, den ich gemeint habe vor uns. Gerade, der fährt hier hinten lang. Und hat er auch eine Baustelle irgendwo auf seinem Weg. Oh, wie habe ich meine... Achso, ja, ich wäre ja... Boah, wie eklig ist denn das jetzt geplant? Was? Achso, hier.
Ich dachte, ich hätte eine geklappt. Hier ist die Fahrkarte. Na klar, hier. Tür ja zu. Also mein Problem ist, jetzt die Anlegestelle 3. 1 ist nicht offen. Wird gebaut. Deswegen muss ich jetzt zum Hafenzentrallager fahren. Wie eklig ist denn das bitte? Und dann darf ich von dort aus vom Hafenlager zum Port 3 fahren. Boah, ist richtig eklig. Mein Chef hätte hier auf den Tisch gekackt, hätte mir das vorgeworfen. Ja, da hat es kurzzeitig geleckt. Oh, wir haben es noch geschafft. Oh, guck mal, das ist Hamburg. Haha. Nee, Hamburg, Hansestadt Aachen ist das. In der letzten Folge kam endlich raus, dass Hans eine Zwillingsschwester hat. Christina! Na komm. Jetzt. Ich habe meinen Mann endlich überredet, Winter der Leidenschaft zu gucken. Jetzt ist er ein größerer Fan als ich. Der hat so einen richtigen, wie heißt denn das, Altar nicht, Ich glaube, ich habe gerade ein UFO gesehen. So. Ich fahre 23, 22. Gut, Dankeschön. Penny hat sich gemeldet. Alles klar. Warum auch nicht? Ja, genau. Haben Sie einen an der Waffe? Ich drück. Nee. Ich habe keinen an der Waffe. Oh, da sitzt ein Marienkäfer auf meinem Knie. So. Das war jetzt ein richtiger Fehler von meinem Computer. Ich glaube, im Notfall könnte ich selbst hiermit jetzt mit der Maus noch Tür auf und zu machen. Sperren Sie doch mal die Augen auf. Ach ja, leckt mich doch langsam an euren Arsch. Ja, es liegen... Ja, eine Minute noch Zeit wegen diesem scheiß Umweg hier. Am Ende will ja bestimmt Zwille. Alle steigen aus. Alle steigen aus. Obwohl jetzt das nicht der richtige Halt ist. Ach, Pier, nie Port. Ja, wofür könnt ihr hier so? Muss ich erstmal suchen, das dauert zu lange. Ja, und wenn ich aussteige, geht ja auch nicht die Notbremse rein. Das geht ja auch nicht. Auch wenn ich gerade meine Kopfhörer auf habe. Gestern durfte ich mal die oben Kopfhörer probieren. Alter, die sind sehr bequem. Wenn sie jetzt noch ordentlichen Sound haben. Halleluja. Und dafür kostet natürlich alles seinen Preis. Oh nein, das war falsch. Und was war hier drinnen gerade mit B? Achso, scheinbar schon, okay. Radar,
Ich weiß jetzt gar nicht, was das Ritual ist. Das hast du auch beim Euro, hat man auch beim Euro Truck Simulator. Trotzdem habe ich keinen blassen Schimmer wofür. Platz machen, der Mensch ist unterwegs. So, bremsen. Pier 3. Bauch. Danke, dass Sie so pünktlich sind. Und das geht's noch immer rüber. Immer rüber und immer wieder zurück. Oh. Ja, jetzt schon am Sterben. Na klar, hier. Fahrkarte. Oh, na klar. Augenblick. Da. Hier. Ja, meine Maus ist wieder aus. Ja, meine Tastatur. Das ist ein schöner Gabelstapler. Schöne großen Kräne. Oh, oh, oh. Das klingt ziemlich gut. Da kann ich erst mal schauen, ob ich noch in meinen Badeanzug passe. Ja gut, gleicher Text wie vorhin der Mann. Und mit der Oma ist es fast schon witziger. Oder? Ja, es ist, ja, Kopfkino genug. Ich glaube, heute werde ich nichts mehr schneiden. Ich werde einfach meinen PC dann ausmachen gleich. Wir haben es jetzt schon wieder 10 nach. Also ich habe gerade jetzt 12 Minuten ungefähr die Fahrt. Insgesamt werden es wohl 15, 17 sein. Aber jetzt muss man sagen, am Fahrrad hat natürlich nie seine Ruhe. Was stinkt denn hier so? Jetzt fahre ich aus dem Port raus. Wo fahre ich denn jetzt da rein? Das ist doch auch der Hafen, also. Um 50 darf ich auch noch fahren. Weil der Momat hier stellt sich ja selber ein. Zum Glück kein Unfall gebaut. Das ist jetzt der Ölhafen. Achso, okay. Leck mich, falsche Taste. So. Die Frage ist eben besser. Was ist mehr, das bisschen Geld, was man verliert, oder das bisschen Ansehen? Überlegt meinem echten Leben die ganzen Dinger hier mit Öl gefüllt. Parken in Perfektion. Ja, Parken in Perfektion, Alter, ich sterbe hier. Bis dann. Ich sterbe, ist natürlich die Frage, ob es wirklich hell warm wird in meiner Wohnung oder ob das nur liegt, weil ich warm angezogen bin und rede die ganze Zeit. Wisst ihr, was ich gerade tun habe? Auf Erdnussflips. Oh, und ich habe keine zu Hause. Eigentlich müssen wir wieder alle Fahrten löschen und mal gucken, wie das, ich weiß nicht, irgendwie ist das so durcheinander. Man müsste eigentlich mal einen Livestream machen, um das alles ordentlich zu machen. Vielleicht auch ein bisschen effektiver zu machen. Ich habe auch mal irgendwann mal gelesen, irgendeine bestimmte Busart, die fährt nur, biegt nur nach links und nach rechts ab. Kurz mal anhalten, aber hier will ja keine ein- und aussteigen, deswegen fahren wir auch gleich weiter. Wird auch Zeit, weil langsam verschwimmt mir hier alles.
Und meine Haare kann ich so gehen wie mit Metallgel. Oh, ich kann das kaum fassen. Fast noch nicht mal einer Woche ist Gamescom Zeit. Heute ist Montag. Na, heute kommen 9 Tage. Dienstag 8, Mittwoch 7. 7. Na, Mittwoch. Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch. Ja. Yeah. Ah, jetzt wart ihr weiter. Ach, scheiß Person da vorne. Kannst mich an. Eigentlich müsste ich einen Battlefield mindestens schneiden, weil da gab es am Anfang große Probleme. Wenn ich morgen das versuche, dann vergesse ich das und ach. Ja, ich habe mich auch schon gefragt, ob du behindert bist im Kopf. Junge, hier fährt kein Schwein. Hier fährt keiner, gut. Oh, ja. Nicht aufregen. Du bist gleich angekommen. Du hast bald keine Person mehr hier drinnen, die das aufnimmt. So wie Pietz mit den Busfahrer. Winter der Leidenschaft ist so eine geniale Serie. Glaubst du, Hans wird wieder zurückkommen? Also mal wieder am Port Amber. Hafenverwaltung. So, Endstation. Das kommt genau jetzt. Jetzt. Hm. Alter. Das war eine Fahrt. Oh ja, genau. Ende. Alter Schwede. Fucking am Arsch. Alter Schwede. So, wir werden das jetzt mal kurz noch machen, ja? Garage Shop, damit wir das ja nicht vergessen. Etc. Neue Bus kaufen. Bearbeiten. Der bekommt eine Werbung drauf. Die gefällt mir schon viel besser. So. Hier kann man das Nummernschild anpassen. Anbinden. Ja. Person noch? Und dann gleich auf die Strecke drauf. Wo ist... Achso, wieder falsch geklickt. Geselle, Profi, ein Ass. Die verdienen 1000. Oh, ich glaube, hier müssen wir mal wieder ein paar feuern. Hafen. Fahrer zuweisen. Der zieht Druck. Und der reinet. Schließen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Zeigt der Menzi. Ciao, ciao.